Atlantik? Bitte die Halle. Hallo, Portier? In der Halle sitzt so ein kleiner, dicker, komischer Mann mit dem Fotoapparat. Der soll mal gleich zum Apparat kommen. Jawohl. Moment, bitte. Hallo. Sie sollen zum Telefon kommen. Jawohl, kommt schon. Zelle 2. Ah, da sind Sie ja, kleiner Rollfilm. Wieso, passen Sie mal auf. Rufen Sie mal gleich ein paar Zeitungen an, das Fremdenblatt, Nachrichten, Korrespondent, Anzeiger und Echo. Und sagen Sie ihnen, Sie möchten präzise 11 heute Abend bei der Lennartswerft sein. Und wenn man Sie fragen sollte, warum, dann sagen Sie, es wird dort heute Nacht noch allerhand los sein. Also, Kleiner, machen Sie es recht geschickt, ne? Und wenn natürlich vor allen Dingen meinen Namen auf keinen Fall erwähnen. Was wird denn so Besonderes los sein in der Lennartswerft? In der Lennartswerft? Wieso bitte Lennartswerft? Ich wollte Sie nicht belauschen, aber dass Sie von der Lennartswerft gesprochen haben, das habe ich bestimmt gehört. Aber, nicht Freunde, irren Sie sich bestimmt. Guten Abend. Ich habe doch mit keinem Wort von der Lennartswerft gesprochen. So? Mhm. Entschuldigen Sie bitte. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich habe da eben telefonisch eine Verabredung abgesagt, weil ich noch die Vorahnung hatte, dass ich heute Abend so eine entzückende Bekanntschaft machen würde. Wollen wir nicht tanzen? Nein, danke. Warum? Ich möchte nicht aufhalten. Der Ozeanflieger. Hast du nicht gelesen? Der hat eben seinen Australienflug hinter sich. Matthias, komm mal dich. Ich muss euch einen Moment sprechen. Nicht jetzt, Claire. Du musst uns doch nicht mitten im Spiel stören. Konrad. Aber sieh mal, ich bin so im Verlust. Ich spiele 2 Karten. Ich bin aus. Hast du meinen Wagen vorfahren? Boy? Den Wagen von Fräulein Lennart. Nant, wir sind von der Zeitung. Was ist hier los? Was soll los sein? Gar nichts ist los. Also ist bestimmt was los. Wo wir sind, ist immer was los.
Was ist denn los bei euch? Jetzt eins in Ordnung. F.P.1. Ja. Ja, was ist denn da los? Dann kam auf einmal die Feuerwehr. Da oben brennt ja Licht. Tja, da brennt ja Licht. Da sind Sie ja noch, Polygoni. Sie, den Kerl haben Sie schon erwischt da oben. Der wehrt sich wie so ein Löwe. Jetzt können Sie auch ein schönes Gruppenbild von mir machen. Was kann ich machen? Ein Brustbild sollen Sie von mir machen, aber einen Kopf müssen Sie mit drauf haben. So. Achtung. Anscheinend hat man es nur auf den Inhalt dieser Mappe abgesehen gehabt. B.E. Droste, Kapitänleutnant A.D., Hamburg, Hagedornstraße 4. Herr Droste. Hotel Atlantik. Einen Moment, ich verbinde mit Herrn Ellison. Ja, bitte. Guten Abend, Herr Ellison. Komm schon. So, hier. Herr Droste, alter Junge, wie geht's denn? Was machst du? Ich arbeite noch. Aber gibt's was Besonderes, weil du so spät nachts noch anrufst? Besonderes? Nein, gar nichts, ne. Ich muss die Verbindung trennen. Polizeigespräch. Charlie, ich habe einen fürchterlichen Hunger. Was, gestohlen? Ja, wer konnte überhaupt wissen, dass meine Pläne bei der Werft sind? Verstanden, Herr Kommissar. Ich komm sofort. Ich habe Sie hierher gebeten, Herr Kapitänleutnant, um einmal festzustellen, was eigentlich in dieser Mappe enthalten war. Die Herren Lennarts konnten mir darüber keine genügende Aufklärung geben. Ja, es handelt sich um die Konstruktionszeichnungen eines Projektes, an dem ich seit Jahren arbeite. Nämlich um die FP1. Ich reichte vor mehr als einem Jahr die fertigen Entwürfe bei der Lennartswerft zur Begutachtung und eventuellen Annahme ein, aber hier fand man anscheinend keine Zeit, die Pläne anzusehen. Und was ist eigentlich diese FP1? Ich weiß nicht, ob mir das vorhin... Es handelt sich um eine rein technische Angelegenheit. Stört es Sie, wenn ich bei Ihren Ausführungen dabei bin? Herr Kapitänleutnant. Und an allen Unternehmungen der Werft ebenso interessiert wie wir. Ja,
Ich glaube, das würde für das gnädige Fräulein nicht sehr unterhaltsam sein. Herr Drost hat recht. Es ist für mich wirklich nicht sehr unterhaltsam. Guten Abend. Schon was sagen? Irgendeinen Anhaltspunkt. Wer der Dieb sein könnte? Wer der Dieb sein könnte? Ja. Nein, meine Herren. Man hat noch nicht den geringsten Anhaltspunkt. Die FBI soll eine künstliche Insel mitten im Ozean sein. Eine Insel aus Stahl und Glas. 500 Meter lang, 150 Meter breit, 25 Meter über dem Wasserspiegel. Im Schnittpunkt von vier Welten. Zwischen Europa und Südamerika. Nordamerika und Afrika. Soll ein schwimmender Flugplatz errichtet werden, der es ermöglicht, binnen 24 Stunden Erdteil mit Erdteil eine schwimmende Flugplattform. FP1. Flugplattform Nummer 1 wird im Ozean stehen, auf halbem Wege zwischen Lissabon, New York, Pernambuco und Monrovia. Hier können die Flugzeuge landen, neuen Betriebsstoff aufnehmen, Reparaturen durchführen wie auf festem Boden. Der ganze Weg über den Ozean ist für den Passagierverkehr zu gefahrvoll. Der halbe Weg bietet fast restlose Sicherheit. Alle diese Berechnungen und Entwürfe sind in diesen Plänen festgelegt, die jetzt in diesen Plänen in unberufene Hände gekommen sind. Guten Abend, Herr Ellison. Sie haben vor einer Stunde in der Lennartswerft eingebrochen. Charlie, gehen Sie mal einen Augenblick aus. Ich hab's ja gleich gewusst, Sie haben ein ganz bestimmtes Interesse an dieser Eulenwerft. Hm? Allerdings. Ich bin nämlich Clara Lennart. Donnerwetter. Das allerhand. Verzeihen Sie nichts vorher, aber Sie haben mich so erschreckt. Die Polizei ist bereits auf Ihrer Spur. So. Man sucht Sie schon. Und jetzt sind Sie wohl hierher gekommen, um mich zu warnen. Nicht wahr? Oh nein. Ich möchte nur die Pläne der FP1 wiederhaben. Und wenn ich Ihnen diese Pläne nun nicht gebe, was ist dann? Ich nehme an, Sie wollen die Polizei verständigen, damit man mich verhaftet, nicht? An Ihrer Verhaftung liegt mir nicht. So. Ich möchte nur, dass die Pläne wieder zum Vorschein kommen. Wirklich? Nur das wollen Sie? Das ist ja großartig. Dann wollen wir doch eigentlich beide dasselbe. Also bitte, dann tun Sie mir einen Gefallen und verbinden Sie sich erst mal schnell mit Ihrer Werft. Lennart, ja? Was? Wo bist du? In der Atlantikbar? Mit dem Flieger Ellison? Was? Wie? Wo wir jetzt sind? Ja, wir sind noch im Archiv. Hallo. Während wir jetzt noch im Archiv sind, sollen Sie gefälligst mal jetzt das Archiv verlassen. Ja. Ja. Was? Ins Chefzimmer? Warum denn? Hallo. Hallo. Wir sollen im Chefzimmer weiter telefonieren. Kommen Sie, meine Herren, ja? Sagen Sie, was hat das alles zu bedeuten? Nur ruhig, mein Freund. Das wird sich jetzt alles gleich historisch entwickeln. So, jetzt werden die Herren Brüder gleich oben sein. Die Tür ist sowieso offen. Die habe ich nämlich vorhin ein bisschen aufgebrochen. Lennart. Sie sind schon im Chefzimmer. Dann sollen die Herren Brüder sich mal die Ledermappe genau ansehen, die vor Ihrer Nase auf dem Schreibtisch liegt. Wir sollen uns einmal die Ledermappe genauer anschauen. Und jetzt sollen Sie mal Ihre vier Kulleraugen gehörig weit aufreißen. Jetzt sollen Sie mal Ihre vier Kulleraugen gehörig weit aufreißen. Das sind ja die Pläne.
der FB1. Jetzt trinken Sie erstmal einen Schluck heißen Mokka. Den haben Sie wirklich ehrlich verdient. Ja, aber ich verstehe gar nicht, wozu Sie... Wozu ich die Pläne der FP1 gestohlen habe, wollen Sie wohl fragen, wenn ich sie eigentlich gar nicht gestohlen habe. Ja, das ist so eine eigenartige Geschichte, die müsste ich Ihnen eigentlich ausführlich erzählen. Sehen Sie mal, der Drost und ich, wir kennen uns schon nach Gott weiß wie lange. Wir haben zusammen die Schuhe geschwänzt, wir haben zusammen die erste Zigarette geraucht. Wir haben zusammen als Marineflieger den Krieg mitgemacht. Kurzum, wir haben zusammen alles erlebt, was man so zwischen Himmel und Erde erleben kann. Nur nach dem Krieg, da verkroch sich der Drosse immer mehr hinter seine Pläne und ich krabbelte in meine Kiste und flog so ein paar Mal um den Globus rum. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, dann sitzt der Droste mit einem belämmerten Gesicht da und wartet geduldig, bis einer kommt, der ihm seine FP1 baut. Ja. Ja, Kuchen, da kann er lange warten. Die hohen Herrschaften, die gucken sich ja nicht mal seine Zeichnungen an, nein. Die haben ja keinen Sinn für was Neues. Sehen Sie, nur aus dem Grund habe ich mir erlaubt, diese Mappe mit den 3 Buchstaben von der ersten Etage zur zweiten Etage zu transportieren, damit die hohen Herrschaften sich mal drüber einig werden, dass doch noch was Neues auf der Welt gibt. Da haben Sie sich aber den krummsten Weg ausgesucht. Naja, bei uns kann es doch nie geradeaus gehen, nicht? Da kommt man doch nur auf Umwegen zum Ziel. Da oben klein zu kriegen. Ja, ja, glaube ich schon. Jeder von Ihnen hatte 1000 Argumente gegen die Sache in der Aktentasche mitgebracht. Ja, ja, ja. Komische Kauz, dieser Droste. Brummig wie ein alter Professor. Und begeisterungsfähig wie ein junger Gymnasiast. Ich bin eigentlich gekommen, um mich von Ihnen zu verabschieden. Ich mache eine riesengroße Expedition. Kanada, Grönland, Alaska und umliegende Ortschaften. Und bin das einzige Flugzeug. Ellison, Sie sollten dieses ewige Herumvagabundieren aufgeben. Ein Mensch kann doch nicht immer im Hotel wohnen. Muss doch ein Zuhause haben. Eine Heimat. Glauben Sie nicht, Ellison, dass es noch andere Dinge auf der Welt gibt als Elefantenjagd? Andere Kurzflüge über den Ozean? Andere Dinge? Na, was zum Beispiel? Zum Beispiel eine Aufgabe haben. Pflicht erfüllen. Ach was. Ich gehe in die frische Luft. Ich gehe in mein Flugzeug rein. Ich muss rumkommen. Das Leben ist kurz. Kann ich immer an einer Stelle hocken? Hab's ja schon viel versucht, aber es geht nicht. Eines Tages, da kriege ich meinen Koller und dann hält mich nichts mehr zurück. Nichts? Nichts. Gibt es auch nichts, das Sie hier halten kann? Hier? Ja. Also, mein lieber Ober, pünktlich wie das Gewitter, präzise 10 Uhr, zwei Gedecke. Am vierten Tisch in der Bar, links vom Flügel, der Tastenquäler, der Klavierspieler soll sofort, wenn ich komme, den Fliegermarsch spielen. Da und dann das Souper. Hä? Schöner, großer, Helgoländer Hummer, kleines Hamburger Stubenkicken. Jetzt
etc. Salat, Rumänen, und Sie wissen doch Bescheid. Mit anderen Worten, so ein richtig gehendes, solides Hamburger Abendbrot. Dann bringen Sie eine schöne Flasche Mosel, eine gute Pulle Sekt. Und mir bringen Sie heimlich einen halben Liter Bier dazu. Na, dann auf dem Tisch natürlich den üblichen Klempen. Blümelein, schöne Blümelein. Stell auf den Tisch die duftenden Reseden, mein guter Oma. Alles erstklassig, Punkt 10, machen Sie schön, damit mir keine Klagen kommen. Wollen Sie mich vielleicht zum Abendessen einladen? Hallo, Foto-Johnny, Menschenskind, was machst du denn hier? Ich müsste nämlich dankend ablehnen, bin schon nach Tisch. Dann gucken Sie mich mal an, Merken Sie was? Wie, was? Habe ich mich verändert? Nein? Na, Sie können ja auch nichts merken, Sie kleiner Rollmopsi. Aber um 10. Um 10, Punkt 10, da werden Sie was merken. Haben Sie vielleicht wieder einmal die Feuerwehr herbestellt? Nein, das habe ich nicht getan. Naja, die pflegen Sie ja auch erst immer gegen 11 zu bestellen. Die Feuerwehr habe ich zwar nicht bestellt, dafür aber jemand anderen. Eine Dame. Und Sie wissen ja, ich habe in meinem Leben schon sehr viele Damen bestellt. Die meisten sind ja auch oft gekommen. Aber diese Dame, die kommt nicht. Diese Dame ist nämlich gar keine Dame. Die anderen Damen. Diese Dame ist nämlich eine wirkliche Dame und eine wirkliche Dame, die kommt nicht. Aber, mein Junge, wenn sie nun doch kommen sollte, kommt bestimmt nicht. Aber nehmen wir mal an, sie tät es, was ich nicht glaube, dann, Kleiner, dann... Dann ist sie eben da. Nee. Dann liebt sie mich. Dann liebt sie mich. Hey, nun guck nicht so langsam. Liebe, L-I-F-E. Naja, Liebe, ne? Naja, du, und wenn die Frau mich liebt, dann ist aber aus mit der Abenteurerei. Dann wird Allison privat. Ganz privat. Visitenkarte, ständige Adresse Hamburg. Telefonnummer im Telefonbuch. Steuerzahler. Na, warum lachen Sie nicht? Es gibt doch nichts zu lachen. Mensch kann doch nicht immer im Hotel leben, nicht? Man muss doch ein Zuhause haben, verehrter Freund. Man muss doch eine Heimat haben als anständiger Mensch. Jawohl, eine Heimat. Es gibt nämlich noch andere Dinge, als Elefanten über den Ozean zu jagen. Die Expedition? Und Alaska, Kanada, Grönland? Also, wer hat hier denn was von Grönland erzählt? Was habe ich denn mit Grönland zu tun? Stehen Sie gefälligst auf, wenn ich mit Ihnen spreche, nicht? Sagen Sie mal, Sie nehmen mich wohl nicht ernst. Habe ich Ihnen nicht gerade eben erzählt, es ist Schluss mit dem Abenteuerleben? Na also, sagen Sie, wer hat Sie eigentlich hier reingelassen? Ich? Nein, also schön, dann gehen Sie, nicht? So, los, nehmen Sie Ihre Sachen unter den Arm und schwimmen Sie ab. Los, raus! Was wollen Sie eigentlich hier, Sie? Ja, Max Fotograf. Ich habe gedacht, hier gibt's was Neues. Stattdessen sind Sie verrückt geworden. Ja, übrigens hat mir der Portier für Sie mitgegeben. Hätte ich beinahe vergessen. Was ist das? Was ist das ja die Höhe? Seit wann tragen Sie denn meine Telegramme bei sich in der Tasche? Sind Sie mein Privatsekretär geworden oder was? Bleiben Sie mal hier. So eine Frechheit, nicht? Sehen Sie es ein und gehen Sie los. So eine Unverschämtheit von Ihnen. Toll ist das. Frechheit ist mir noch nicht vorgekommen. Du! Wolfin! Wolfin! Film, Johnny! Da komm zurück, schnell! Ich tu dir nichts! Leider. Lesen Sie. Stellen Ihnen unser neu gebautes Modell 7000 DK für Non-Stop-Flug Berlin-Berlin zur Verfügung. Meteorwerke Mannheim. Rund um die Welt. Berlin-Berlin. Modell 7000 DK. Es gibt ein tolles Foto.
Ellison startet zum Non-Stop-Flug Berlin-Berlin. Wunderbar. Non-Stop Berlin-Berlin, einmal um den Globus rum. Ohne Aufenthalt, ohne Station, Tankstellen in der Luft, Rollmöpfchen. Du, alter Affe, der Non-Stop-Flug, du. Den hat noch keiner geschafft. Den haben Sie für mich aufbewahrt. Was ist denn, hä? Sind Sie mir noch böse, dass ich Sie vorhin rausgeschmissen habe? Menschenskind, wie ich sage dir, den lege ich ein Ding hin. Da wird die Welt Kopf stehen. Zahl, Zahl, Bimmelbamme, Rechnung, sie fliegt sofort los. Koffer packen. In 3 Stunden bin ich in Mannheim. Hallo? Die Dame wartet in der Halle. Die Dame? Punkt 10. Schönen Tag meines Lebens. Bis Sie das passiert, halten Sie sich fest. Ich fliege als Erster von Berlin aus einmal rund um die Erde ohne Zwischenlandung. Na, sind Sie stolz auf mich? Hm? Freuen Sie sich nicht mit mir? Ja, aber Sie wollten doch eigentlich... Was denn? Ach, diese Expedition, Grönland, Alaska, was Kind. Wie sage ich ab, das ist doch ein Kinderspiel. Portier, ich habe jetzt Gott sei Dank was Wichtigeres zu tun. Entschuldigung mal. Telefonieren Sie gleich noch Flugplatz aus, man soll meine Maschine startbereit machen. Ich fliege in einer halben Stunde ab. Heißt, warten Sie mal. Telegrafieren Sie eben schnell. Radiowerke Mannheim, akzeptiere Angebot, eintreffe sofort. Und meine Rechnung, ja, was kalli dalli. Tja, was ich noch sagen wollte, also auf Wiedersehen. Hm? Bin ja bald wieder hier. 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, ich weiß noch nicht. Na, also dann grüßen Sie Ihre Brüder herzlich von mir und dem Poste. Ja, richtig. Wie kommen Sie nach Hause? Bemühen Sie sich nicht. Ich habe ja meinen Wagen drauf. Ne? Ich bin noch nur beim Sprung vorbeigekommen, weil... Lassen Sie nicht stören. Also nochmals auf Wiedersehen. Also wir hören bald voneinander. Wiedersehen. Das sagt er immer, der Ellison. In 3 Tagen bin ich zurück. Und dann dauert es meistens 3 Jahre. Ganz anständig aus. Aber ob er im Meer bei Windstärke 11 auch so fest stehen wird? Herr Kenner, ich meine immer, wenn unseren Herrn auf dem 45. Längen und 25. Breitengrad eine Insel haben wollte, der hätte das ja auch ohne den Dorsten hingestellt. Quatschköppe, ich finde die Sache mit der FB1 fabelhaft. Ich finde sie großartig. Ich habe 7 Schiffbrüche mit ihr gemacht. Aber ich sage euch, wäre ein wahrer Segen, wenn wir ab und zu in Ozean und ein bisschen Parkettboden einbauen würden. Ach, das ist ja alles ganz leicht. Ich habe Zahnschmerzen. Wenn ich Zahnschmerzen habe, ist immer was faul. Ja, ich habe Zahn, aber nicht auf der FD1. Du weißt nicht so viel. Ich gebe zu, dass der Wohlers kommt. Nee, was du. Und wenn Klugschieder die nochmal hier sehen lässt, da kriegst du von mir eine Tracht Prügel, dass du dir alle Knochen einzeln im Schnupftuch nach Hause tragen kannst. Hast du mich verstanden? Danke. Wanderkleine, hä? Na, das ist so ein ganz komisches Individuum. Der zeugt hier schon seit Tagen im Betrieb rum und fotografiert alles, was ihm vor die Kamera kommt. Lass dich hier nicht mehr blicken, Freund. Sonst geht's dauernd. Aber machen Sie sich nur nicht zu wichtig, meine Herren, ja? Wir haben schon ganz andere Leute herausgeschmissen als ihr. Wir müssen den Wachdienst verschärfen, Damski. Ich sage es Ihnen immer wieder. Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Was will so ein komischer Kerl auf Wachdienst mit dem Kind vom Kopf, der Junge? Was? Ne? Verstehe Sie nicht. Ich sage, wer wird denn wegen so einem komischen Fotofritzen Wachdienst verschärfen? Warum? Na, deswegen nicht, aber...
hier. Deswegen. Angeschnitten, jawohl, angeschnitten. Wissen Sie, was das bedeutet? Sabotage bedeutet das. Uns gemeine Sabotage. Oh ja. Wollen wir die Kriminalpolizei verständigen, was? Nein. Kein Mensch darf davon etwas erfahren. Ich bin doch nicht Unruhe in die Öffentlichkeit drauf. Ja, und dann sorgen Sie dafür, dass noch eine dritte Schicht eingesetzt wird. Wir arbeiten von jetzt an nachts durch. Ja. Guten Tag, Frau Quer. Es ist schön, dass Sie mich auch mal besuchen. Ja, es geht hier wunderbar vorwärts. Es klappt alles tadellos. Sie können ja nicht lügen, Boss. Glauben Sie, ich fühle es nicht, dass seit Wochen irgendetwas los ist in der Welt? Nein, das ist wirklich nichts, Frau Quer. Wirklich nicht. Sie schweigen nur, weil Sie meine Brüder nicht beunruhigen wollen. Mir müssen Sie die Wahrheit sagen. Was geht hier vor im Bau? Hier drin sind wichtige Konstruktionspläne. Die waren jetzt 2 Tage verschwunden und mit einem Mal sind sie wieder da. Also hier zum Beispiel. Sind die Pläne der Feuerlöschanlage. Die hat man sicher heimlich fotografiert. Irgendjemand treibt hier Werkspionage. Vom ersten Tag an arbeitet etwas gegen uns, das nicht zu fassen ist. Geheime Mächte. Wer sie sind, weiß ich nicht. Konkurrenzunternehmen können sein. Im In- und Ausland. Geldgruppen. Unzählige Sonderinteressen spielen damit. Man will den Bau der FB1 unter allen Umständen verhindern. Das ist ja klar. Jede neue Sache hat Feinde. Unser Gewehrsmann hat seine Aufträge durchgeführt. Trotzdem ist bisher kein positives Ergebnis zu verzeichnen, da der Konstrukteur Droste die bewussten Maßnahmen vorzeitig aufgedeckt hat. Sagen Sie unserem Gewehrsmann, dass von weiteren Aktionen abzusehen ist. Wir kommen später wieder auf die Sache zurück. Diese Leute sind nicht zu fassen. Sie arbeiten im Dunkeln. Nur ihre Kreaturen schicken sie vor. Ihre Saboteure. Jeder Zimmermann, jeder Maschinist kann bestochen sein. Aber mich sollen die Herrschaften noch kennenlernen. Ich baue die FB1. Und wenn sie Himmel und Hölle dagegen in Bewegung setzen. In 2 Jahren schwimmt der Kasten im Ozean. Der Erste, der darauf landen wird, wird Ellison sein. Ellison? Jawohl, Ellison. Verlassen Sie sich darauf ein, Claire. Wenn auch die ganze Welt glaubt, der kommt nicht wieder. Eines schönen Tages ist er wieder da. Wir werden schon schaffen, Frau Kerr. Ist bisher gut gegangen, wird es auch so weitergehen, nicht wahr? Kann ich Ihnen nicht helfen, Boston? Ich möchte nicht immer so zusehen. Lassen Sie mich doch auch ein bisschen mitarbeiten. Ihre Sorge um die FB1 ist wirklich rührend, Frau Kerr. Ich habe auch Sorge um Sie. Radio Paris. Hallo, hallo, hier Radio Wien. Radio Roma Napoli. This is the London Regional Program. Achtung, Berlin!
Heute, nach einer Arbeitszeit von 2 Jahren, 7 Monaten, 11 Tagen, hat die erste schwimmende Flugplattform, FP1, ihren Bestimmungsort erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit liegt eine künstliche Insel mitten im Ozean verankert, 500 Meter lang, 150 Meter breit. Hamburg ruft für Kapitän Droste. Nicht da. Meldung weitergeben. Hamburg ruft für Kapitän Droste. Meldung weitergeben. Hamburg ruft. Captain Droste ist nicht hier. Hamburg ruft. Captain nicht da. Captain nicht hier. Achtung! Feuerwehrmann! Hamburg! Ja, ja, ja. Wo? Bitte nehmen an. Ach ja, hier. Hallo, hier Droste. Hier Lennartswerf. Guten Tag, meine Herren. Bei uns ist schon Abend, Droste. Ja, natürlich. Also, es hat alles wunderbar geklappt. Die Mannschaft hat sich großartig bewährt. Die ersten Flugzeuge können planmäßig abfliegen. Guten Abend, Droste. Wie geht's Ihnen? Ach, guten Tag, Frau Claire. Es ist schön, dass Sie auch da sind. Verzeihen Sie den Augenblick. Ich bin schon wieder da, Frau Claire. Alles in Ordnung, Droste? Sie können mir alles sagen, ich bin jetzt allein. Nein, ich habe Gespenster gesehen. Unsere Befürchtungen sind nicht eingetroffen. Ist alles gut gegangen. Gott sei Dank. Das kann ich Ihnen ja gestehen. Aber seit Ihrer Abreise habe ich keine ruhige Stunde mehr gehabt. Werte Claire? Na dann, muss ich Ihnen auch etwas gestehen, was ich Ihnen persönlich vielleicht nie gesagt hätte, aber... Aber jetzt vor dem Mikrofon, wir haben ja noch eine halbe Minute Zeit. Also von Claire, hören Sie, ich sag's Ihnen doch lieber mal persönlich. Na, trauen Sie sich nur. Die halbe Minute ist gleich rum. Also, liebes Frau Claire, ich... Hallo? Hallo. 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 Herr Ellison. Guten Abend, Herr Ellison. Guten Abend. Sie sind in Hamburg? Na, das ist aber eine Überraschung. Ja. Ja, wo waren Sie denn so lange? Und wie geht's Ihnen? Ja, ich bin wieder hier. Oh, kommen Sie. Die werden sich alle furchtbar freuen, dass Sie wieder da sind. Guten Abend, Herr Ellison. Sie haben doch sicher schon alles erfahren. Die FP1 steht. Eben haben wir mit Droste gesprochen. In ein paar Tagen kann die erste Flugstaffel starten. Ja, ich habe alles gelesen. Ich
wollte auch schon viel früher kommen, aber ich konnte nicht so. Ich hatte keine Zeit. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind, Herr Ellis. Wir bleiben natürlich heute Abend zusammen, Herr Ellis. Sie müssen uns alles erzählen, wo Sie die ganze Zeit gesteckt haben. Kommen Sie, setzen Sie sich. So, Herr Ellis. Vielleicht setzen Sie sich hierhin. Dankeschön. Ja, wo ich so lange gesteckt habe, das wollen Sie wissen. Ja. Ja, sei nicht eine lange Geschichte. Ich habe ja den Non-Stop-Flug, den habe ich ja abgebrochen. Ich war das, das haben Sie wohl. Haben Sie auch wohl gehört, nicht? Den habe ich abgebrochen, weil ich ganz vergessen hatte, dass ich bei meinem Freund, dem Gouverneur von Manila, eingeladen war. Und na, dann waren wir auf einer fabelhaften Tigerjacht in Indochina. Und dann sind wir mit der Dampfjacht von meinem Freund, dem Gouverneur von Manila, sind wir dann 2-3 Monate in der Südsee gewesen. Und, von der Südsee, da ging es dann nach, wo waren wir? Zum, ach, was. Erzähle ich Ihnen andermal. Wollen wir nicht zusammen Abendbrot essen? Vielleicht bei uns zu Hause oder Club? Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ich habe nur noch verschiedene Dinge zu erledigen, Telegramme aufzugeben und Konrad, du... Ich weiß schon, es muss zu den Zeiten... Entschuldigen Sie mich bitte, ja? Vielleicht leisten sich Lehrer indessen ein bisschen Gesellschaft. Natürlich kein Wort war von dem Unsinn, den ich gequatscht habe. Pech habe ich gehabt. Irgendwo in Australien im Busch habe ich Bruch gemacht. Nach 10 Tagen haben sie mich gefunden, halb verhungert und verdurstet. Monatelang habe ich im Fieber gelegen. Und dann stand ich da, ohne Maschine, ohne Geld. Zurück wollte ich nicht, als blamierter Europäer. Und dann habe ich es nochmal versucht. Aber es ging nicht, es war wie verhext. 1000 Dinge habe ich angefangen und nichts beendet. Aber viel habe ich an Sie gedacht, Claire. Claire, erinnern Sie sich noch? Damals, oben auf der Helling im Dock, haben Sie sehr vernünftig zu mir geredet. Aber ich habe Sie nicht verstanden. Ich habe mich wie ein dummer Junge benommen. Und das alles wegen der Maschine, die zufälligerweise ein paar PS mehr hat als die andere. Australien. Nein, nein. Mich kriegen keine 100.000 Pferdekräfte mehr in eine Maschine rein. Ich komme schon wieder auf Touren, aber aus ist mit der Fliegerei. Nie wieder setze ich mich an einen Steuerknüppel ran. Ich will arbeiten. Ich brauchte nur jetzt jemand, der mir wieder mal sagt, Ellison, man muss doch ein Zuhause haben. Wir müssen jetzt gehen, Herr Ellison. Meine Brüder warten. Vera, Sie wissen doch ganz genau, weshalb ich gekommen bin. Ich habe jetzt keinen Menschen mehr.
Könnten Sie noch mal so zu mir sein wie damals? Aber Herr Ellison, dazwischen liegen doch Jahre. Das weiß ich. Sie brauchen mir auch jetzt nicht zu antworten. Aber wenn Sie mir mal was zu sagen hätten. Ich wohne nicht mehr im Atlantik. Da können Sie mich erreichen. Wir kriegen Sturm. Ich denke, wir nehmen Ballast für alle Fälle. Unnötig. Wir haben 40 Meter Tiefgang. Das genügt auch für Sturm. So ein bisschen Durchzug wird uns nicht wegblasen. Aber 50.000 Tonnen Wasser mehr kann nicht schaden. Damski hat recht. Wir gehen 2,5 Strich tiefer. Wasser in den Boiler, damit wir tiefer im Wasser liegen. Das ist sehr vernünftig. Ich glaube, wir kriegen Sturm. Hm, geht's nicht? Ja, nicht. Na los. Da hat jemand mit einem Bleistift vom Schloss herumgearbeitet. Geht schon wieder los. Wir haben ja 2 Jahre Ruhe gehabt. Ob sich da so ein Kerl in die Mannschaft eingeschlichen hat? Bringen Sie mir die Musterrolle ins Kommandozimmer. Ich will mir mal die Seefahrtsbücher der Leute näher anschauen. Ja. Thank you.
Blitzlicht. Was machen Sie denn da? Jemand hat Proviant, Trinkwasser und Leuchtrakete im Inspektionsboot versteckt. Da wollte einer Ausgang halten. Geht los hier! Der war aber schon lange vernichtet. Überall steckt er seine Nähe. Der hat schon lange auf dem Kiegel. Achtung, der Kämpfer! Den haben wir gerade geschafft, wie er eben die Maschinenraum rumspioniert hat. Was treiben Sie denn da herum? Was haben Sie überhaupt in Maschinenräumen zu suchen? Ich bin der Klinkenputzer. Woher kenne ich Sie bloß? Ach, wir sind doch alte Bekannte, Herr Droste. Ich war doch früher sozusagen Privatfotoreporter von Herrn Ellison. Ach so. Und jetzt habe ich mich hier anheuern lassen als Klinkenputzer. Ich wollte so gerne die ersten Fotos von der FB1 verteilen. Ja, Sie haben vorhin die Illumination gemacht, was? Mhm. Also mit dem Gipsen ist aus. Und morgen wird nur mehr Klingen geputzt, verstanden? Herr Drosten, der Funker ist zusammengebrochen. Was? Das sind typische Vergiftungserscheinungen. Na, hallo? Hallo? Was ist denn los mit Ihnen? Hm? Na, was denn? Ich habe in der Kantine Kaffee getrunken. Hören Sie, Doktor, von der Mannschaft braucht niemand etwas zu erfahren. Ich bin in der Funkstation. Lassen Sie mich holen, wenn er wieder zu sich kommt. Bamski! Hallo? Was machen Sie denn da? Na, ich habe bloß den Funker ein bisschen vertreten. So. Na, lassen Sie doch. Mir Affenhitze hier, die steigen Kragen. Na, was sagen Sie zu der Geschichte mit dem Funker? Vor einer Stunde war ich mit dem Jungen noch zusammen in der Messe und hab Kaffee getrunken. Ja, der Arzt kann sich's auch nicht erklären. Na, wer weiß, was da wieder dahinter steckt. Hat der Apparat nicht eben gearbeitet? Wieso? Hat der Apparat? Nee. Na, wo hast du sowas gehört? Ich werde jetzt von Hamburg neue Leute anfordern. Auch nicht ein Mann der Belegschaft bleibt mir länger hier. Jetzt habe ich satt. Bin ich aber gerast. Mit 90 durch die Stadt. Komme ich schon zu spät? Nein, es ist noch Zeit. Die Welle wird heute erst später für uns frei. Ich sage Ihnen, es ist einer unter den Leuten, der dafür bezahlt wird, etwas gegen die FB1 zu unternehmen. Vielleicht gar sie absacken zu lassen. So. Dann erklären Sie mir mal, wie man die FB1 mit einem Bleistreifen zum Absacken bringen kann. Das will ich Ihnen ganz genau erklären, Damski. Mit dem Bleistreifen kann er an die Flutventile kommen. Wenn die Flutventile offen sind, das passiert eine Kleinigkeit am Diesel. Das kann von langer Hand vorbereitet sein. Dann sind die Schotten nicht mehr zu schließen. Und wenn die Schotten nicht mehr zu schließen sind, dann... Dann sackt die FB1 ab. Was Quatsch. Alles Unsinn. Sie wollen mich wohl verkohlen, Captain, was? Nee. Wenn einer das macht, muss er doch mit ersaufen. Außer, er hat sich vorher ein Motorboot gesichert. Mit Benzin, Proviant, Trinkwasser und Leuchtraketen. Damit kann er nämlich ein paar hundert Kilometer weit kommen und kann ein Schiff finden. Wir werden die Flutventile auf jeden Fall sofort schließen. Gegen Sabotage nützen die besten Sicherungen nichts. Ja.
Wen ist dies Telefon? Seien Sie ganz ruhig, Droste. Bei der geringsten Bewegung knall ich los. Ach so. Geben Sie den Kasten freiwillig auf, Droste. In 36 Stunden darf hier nur mehr Wasser sein und keine FB1. Jetzt weiß ich, warum der Funke heute Nacht keinen Dienst machen durfte. Weil ein Telegramm erwartet wurde, das in keine falschen Hände kommen sollte. Nicht wahr, Damski? Die FB1 soll unbedingt versaufen, hier die ersten Flugzeuge landen. So Ihre Absicht, ne? Natürlich. Fein ausgedacht. Sagen Sie, was zahlen Ihre Auftraggeber für diesen Spaß? Na, jedenfalls mehr, als ich in 100 Jahren hier auf Ihrem Kasten verdienen würde. Los! Aufstehen! Hände hoch, kehrt! Hallo, hallo, hier Lennartswerft. Wir werden gleich depeschieren. Es muss eine Störung gewesen sein, oder? Störung, Störung nennt ihr das. Waren doch Schüsse, habe ich doch gehört. Ist doch geschossen worden. Aber beruhige dich doch, Claire. Das kann doch nur vorübergehend gewesen sein. Wir werden sicher gleich wieder Verbindung haben. Ja, natürlich, Claire. FB1 antwortet nicht. Nützt alles nichts. Die FB1 antwortet nicht mehr. Kommt. Wir müssen sofort alle Küstenstationen alarmieren, alle Schiffe verständigen. Aber Claire, wir können doch unmöglich zwei Tage vor dem offiziellen Start die ganze Welt misstrauisch machen. Wenn wir jetzt die Öffentlichkeit beunruhigen, ist alles verloren. Ja. Ja, aber es muss doch jemand hin. Wir wissen doch gar nicht, was geschehen ist. Denk doch an Droste. Muss doch etwas unternehmen. Ein Flugzeug muss zur FB1. Droste ist doch ganz allein. Wir müssen ihm doch helfen. Ich muss zu ihm. Ich gehöre doch zu ihm. Aber Claire, wir müssen unbedingt bis morgen Geduld haben. Es ist Nacht. Und ich wüsste auch keinen Piloten, der jetzt fliegen würde. Ja. Ja. Eine Dame will Sie sprechen, Herr Ellison.
Sie haben mich also nicht vergessen. Das wusste ich. Schön, Claire, dass Sie bei mir sind. Wunderschön. Fliegen Sie mit mir zur FB1, Allison. Ach, die FB1. Es ist etwas geschehen, Lenny. Ein Unglück, eine Katastrophe. Seit Stunden haben wir keine Verbindung. Wir müssen sofort hin, Allison. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nie wieder fliegen will. Sie müssen, Allison. Sie sind der Einzige, der jetzt helfen kann. Wie können Sie überhaupt in diesem Augenblick an die FP1 denken? Es sind Menschen darauf, die mit dem Tode kippen. Sie haben recht, Claire. Natürlich verstehe ich das. Das verstehe ich ganz gut. Das geht jetzt vor. Ich werde fliegen. Aber wenn wir auf der FP1 sind. Wieso wir? Du hättest es nicht zulassen dürfen. Du bist ja der Ältere. Alle Stationen melden, dass der Sturm nachlässt. Danke sehr. Wenn die Maschine es geschafft hat, dann müssen Sie jetzt ganz nah bei der FP1 sein. Kernstone!
uns nicht oder schlafen die alle. Lassen Sie doch! Glück gehabt, was? Beinahe wären wir im Keller gelandet. Schweinerei. Weit und breit kein Mensch zu sehen, ne? Hallo! Hallo! Der muss doch was ausgefressen haben. Nannte Leutnant! Nannte Leutnant! Wie geht's denn? Ha? Na, was gucken Sie uns denn so ulkig an? Da staunen Sie wohl, was? Dann reden Sie mal ein paar Töne. Hallo! Da muss das Gas ausgeschwemmt sein. Thank you.
steckst du denn? Alter Junge. Sie haben sich dich denn hergerichtet, du. Nicht so schlimm. Wasser. Ich krieg hier Wasser hin. Also deshalb musste ich herfliegen. Tja, na ja. Das hat mir gerade noch gefehlt. Deshalb musste ich hier fliehen. Weil das gnädige Fräulein einen Luftkutscher gebraucht hat. Ein Luftkutscher! Das habe ich nötig gehabt. Ein Luftkutscher! Ein Luftchauffeur für meinen Freund Droste! So ist richtig. Wie kommen Sie denn hierher? Hm? Ja, Sie müssen wohl überall dabei sein, was? Nun erzählen Sie mal, was ist denn hier los auf dem Eisensarg? Habt ihr hier alle mit Gas gespielt? Was? Ich weiß selber nicht. Wissen Sie, gestern Abend war noch alles in Ordnung und dann nachts war ich plötzlich auf und krieg keine Luft und renn auf den Kolb. Ich habe überhaupt nicht atmen können. Und auf einmal, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Komm mal her. Ja. Ist doch kein Aufenthalt für Kinder hier. Komm. Na, deiner? Wieder besser? Alice. Komm schon gut. Was rauscht denn da so? Wasser fließt in die Beule. So, wozu? Wenn es Ballast. Aber das läuft ja schon seit gestern Abend. Na, dann muss man es noch abstellen. Ja, das ist Raum B23. Hier ist der Hebel. Warte mal auf. Dann ziehen Sie den Hebel mal runter. Zu. Ja.
Bringt's aber immer noch. Wieso? Was gefährden Sie denn nicht, wie es rauscht? Den Strom da. Was ist denn mit eurer Maschine los? Die sind plötzlich stehen geblieben. Da muss was am Öl passiert sein. Wo sind denn die Öltanks? Dort hinten, ich weiß, dort hinten. Hier. Gottes Willen. Was denn? Das sehen Sie nicht? Alles leer. Ist doch alles leer. Die Ölbehälter sind verschwunden. Ja, das hat gestern nicht so ausgesehen. Kann man also die Flutventile nicht mehr schließen? Das hat bestimmt der Damski gemacht. Kann nur der gewesen sein. Dem habe ich nie über den Weg getraut, diesen Schwein. Unser Gewehrsmann hat seine Arbeit getan. Seit gestern ist die Lennartswerft ohne Verbindung mit der FP1. Um diese Stunde dürfte das Projekt der künstlichen Inseln bereits der Vergangenheit angehören. Und unser Gewehrsmann? Ist verständigt, dass der Dampfer Marschall Tennyson ihm entgegenfährt. Und der Marschall Tennyson? Wurde natürlich niemals abgeschickt. Hier liegen nur noch 10,8 Meter mit dem Wasserspiegel. Die Boiler haben in den letzten 23 Stunden 156.000 Tonnen Wasser genommen. Da bleiben uns immerhin noch 17 Stunden bis zum. Wo bleibt eigentlich Ihr Riesen? Was nicht? Ist wohl bei seinem Flugzeug. Was ist mit der Mannschaft? Die war zum größten Teil nur betäubt. Aber es hätte auch noch vier Schlipper haben gehen können. Richtig. Eine Fahrstunde später, wir werden alle verreckt. Wir sind besser gewesen. Wir sind der Hübstanz hinübergedämmert. Aber so gehen wir ja mit offenen Augen zugrunde. Und wir kommen nicht mehr runter von diesem Massengrab. Wir sinken. Die Flutventile sind nicht mehr zu schließen. Ihr Idiot! Was kann euch denn passieren? Wir können ja immer noch um Hilfe funken. Nichts können wir. Die Funkstation ist auch ausgebrannt. Kein Tropfen Öl ist an Bord. Und sind die Herren und die Tiere? Wir haben unsere Arbeit verkauft, aber nicht unser Leben. Richtig! Wir wollen Ruhe! Ruhe! Wer schreit hier denn was von Versaufen? Hä? Hier braucht keiner zu versaufen! Wir haben nur noch die Motorboote. Motorboote! Niemand verlässt die FP1. Wer einen Schritt weiter geht, wird erschossen. Aber weg von hier! Was? Lass mich doch mal durch! Dann macht euch doch nicht lächerlich. Nehmt die Gewehre runter! Hier hab ich zu befehlen.
Sonst niemand. Dreck hast du. Was glaubst du wohl, weshalb ich hierher gekommen bin, hä? Vielleicht zu deinem Privatvergnügen, was? Weil es hier um Menschenleben geht, bin ich gekommen. Und deshalb gebe ich den Leuten auch die Bude frei. Los, Jungs, haut ab! Nimm doch Vernunft an. Ich bin vernünftig. Ich kann doch die FBI nicht so ohne weiteres aufgeben. Wir haben ja noch bis morgen früh Zeit. Wir können unsere Flugzeuge ausschicken. Die finden sicher Schiffe, die uns helfen können. Stelle ein bisschen beeilen, liebes Fräulein. Sonst kriegen Sie eventuell keinen Fensterplatz mehr, bitte. Alles zu Ende ist? Das weiß ich, natürlich weiß ich's. Ich will's ja sogar. Du, in 12 Stunden kratzen wir beide ab, ich und du. Du und ich, jawohl. Wir drei, wir haben das Ding hier gemeinsam gewollt. Gemeinsam gewollt! Na, jetzt können wir drei doch auch gemeinsam damit untergehen. Ich find's herrlich, ich find's wundervoll. So ein Heldentod. Ja, Alice, bist du bei Trost? Was ist denn mit dir geschehen? Was mit mir geschehen ist? Frag doch die Dame da. So, und jetzt gehe ich schlafen. Weck mich, wenn es soweit ist, nicht? Man geht nicht alle Tage unter auf einer sinkenden FP1. Wir müssen sofort miteinander sprechen. Wie jetzt nicht, Claire? Jetzt muss vor allem etwas unternommen werden, um... Verzeihen Sie, Claire. Wir müssen versuchen, aus allen vorhandenen Ersatzteilen ein Flugzeug startfähig zu machen. Ich fliege bei Sonnenaufgang. Hier! Hier noch! So!
Ja! Langsam runter! Langsam runter! Langsam, langsam, langsam! So. Du, 11 Jahre habe ich mich mit dem faulen Zahn geplagt. 11 Jahre habe ich Tag und Nacht Schmerzen gehabt. Aber dass ich gerade jetzt sterben muss, wo ich das verdammte Biest los bin, das schmerzt fast mehr als der Zahn. Na, du flenn mal nicht, du komische Zahnfistel. Du wirst ja nicht ersaufen. Na, du glaubst doch selbst nicht, dass der Papierdrachen da jemals aufsteigen kann. Quatschkopf. 70 Liter sind noch in Ellisons Maschine. Das ist alles. Vielleicht erreiche ich noch das nächste Schiff. Füllen Sie die Tanks damit auf. Zuck, zuck. Ja, nicht doch mit dem Rössel. Nehmen Sie doch das Ross zurück, Sie fährt. Sonst verlieren Sie doch hier Ihren Bauer, Sie Bauer. Ich verliere vielleicht den Bauer, aber Sie verlieren Ihre ganze Position. Wie geben Sie mir gefälligst keine Ratschläge? Mit dem Artikel bin ich versehen. Los! Spielen! Jetzt ist Ihnen wohl schon übel, was? Ihnen ist hier wohl zu dicke Luft. Oder haben Sie vielleicht Angst für Ihr wertes Leben? Wer hat Ihnen denn erlaubt, sich hier mit dem Fächer zu fächeln? Was? Schirm! Raus! Schluss. Schluss, adieu. Adieu. An der Maschine herum. Ich glaube nicht, dass die in dem Leben fertig werden. Und wir und sie stehen da herum und singen und saufen und spielen und grölen, anstatt denen da unten zu helfen. Finden Sie das richtig, Herr Flieger Ellison? Finden Sie das richtig? Trotzdem wird sie das nicht sehr populär machen, wenn man erfährt, dass sie ihren Freund Droste mit einer zerschossenen Schulter am Fliegen lassen. Sie Knirpsi, Sie Unverschämter, wollen Sie mir hier eine Standpauke halten? Was? Herr Droste wird nichts taten.
Mit der Kiste kommt hier keiner mehr weg. Die nicht. Und wir nicht. Ich auch nicht. Flieger Ellison hat schon andere Kunststücke gemacht. Ich mache aber keine Kunststücke mehr, du. Ich will nichts mehr wissen von der FP1. Ich will aber auch nichts mehr wissen von meinem Freund Droste. Schluss. Freundschaft, Freundschaft. Nee. Du, das zieht von heute an bei mir nicht mehr. Er hat mich auch betrogen. Na schön. Alle haben sie mich betrogen. Als ich gestern Abend zu Ihnen kam, um Sie zu bitten, die FP1 und Droste zu retten, da hätte ich Ihnen die Wahrheit sagen müssen. So. Und was ist diese Wahrheit, Ich gehöre zu Droste. So. Das hätten Sie mir ja schließlich früher sagen können. Ich hab's nicht getan, weil Sie Angst hatten, dass ich sonst nicht fliegen werde. Nee? Jetzt sind Sie wieder mal zu mir gekommen, damit ich Ihnen die... Nein. Jetzt müssen Sie selbst wissen, was Sie zu tun haben, Ellison. Sie können jetzt trotzdem mit der zerschossenen Schulter starten lassen, oder nicht? Sie können die FP1 untergehen lassen oder nicht? Es liegt alles in Ihrer Hand. Ich kann mich verabschieden, Claire. Sie dürfen nicht fliegen. Ich muss Sie erklären. Ich muss ein Schiff finden. Ich werde eins finden. Eine Tonne Öl brauchen wir. Ist ja alles gerettet. Nicht? Nicht fliegen. Nicht fliegen, Drosten. Nicht. Kann man nicht die Nerven verlieren, Claire. Tapfer sein. Nennt ihr einen Tipptopp, wenn man will's? Fahrgestell, was? Dann gestattet ihr wohl, dass ich kurz und schnell aufkiecher. Ha, ha, ha. Und mit der Kiste kommt ihr doch nicht einen Meter hoch. Das Ding gehört ins Museum rein. Aber nicht an die frische Luft. Aha. Ja. Geflickte Tragfläche auch noch.
Sag mal, ihr wollt wohl absolut mit der Kiste auf den Pindel fallen, was? Ja, ja. Wir Piloten sind ein glückliches Land. Und das Frühstück ist die schönste Jahreszeit. Hat sich ja einer an den ulkigen Schalterschlüssel vergriffen, hm? Der ist ja auch geklaut. Der Tank hält keinen Druck. So. Wir drehen mal den Propeller durch. Los, los. Naja, ihr müsst ja immer besser wissen. Schmeißt doch die Maschine in den Mülleimer rein. Bringt ja nicht an. Sie kommen nicht wieder. Sie kommen nicht wieder. Aber doch. Ein paar Stunden bin ich ja wieder da. Wiedersehen. Kinder, lass mich an Bord. Hier, hier. Das ist euer Notsignal. Öl brauchen Sie für Ihren Diesel. Öl. Yeah.
Was seid ihr denn für Leute? Hm? Was ist das hier für eine Nuckelpinne? Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Nach Chile. Kondor jagen. Hallo, Captain. Menschenskind. In Chile, da gibt's doch keine Kondore mehr. Zieh mir doch keine Heuergeschichte. Da müsst ihr schon rauffahren bis Peru. Da gibt's noch welche. Aber die findet ihr ja nicht, wenn ich euch nicht den Weg zeige. Aber ich zeige ihn euch. Ich habe jetzt ja Zeit. Viel Zeit. Ich zeige euch schon den Weg. Ihr Hammel.